Ich habe über 200 Mal im Freien übernachtet. Häufig auch an sehr ungewöhnlichen Orten und Bedingungen, wie zum Beispiel unter lauten Autobahnbrücken. Das ist hier alles total windig. Dieser ganze Wind muss weg. Das fliegt uns weg, dieser Tab, die ganze Zeit. Das ist richtig hässlich, diese Brücke hier. Das wird eine richtig hässliche Nacht sein. Unter Zugbrücken. In sozialen Brennpunkten. Guck mal hier. Hier vorne ist ein Hochhaus und das hier, das ist Busch. Und ich habe mir jetzt ganz spontan überlegt, hier auf dieses Gitter hier zu pennen. Ich bin gespannt, wie die Nacht heute wird. Auf Bahnsteigen. Bei Minusgraden im Tiefschnee. So haben wir die ganze Zeit hier rumgelaufen. Es regnet, mein ganzer Tab sickert rum und ich bin irgendwie nass. Ich muss das richten. Das gehört weg. In Bushaltestellen, in Lost Places, in Sparkassen, Notfallbiwak über mehrere Tage hinweg, da ich mit 40 Kilo auf dem Rücken böse umgeknickt bin. Oder allein bei heftigen Gewitter. Dieser Gewitter muss weg! Eieieiei. Guck mal, wie heftig das hier die ganze Zeit rumblitzt. Ich will einfach nicht aufhören. Es ist kein gutes Wetter zum Bivakieren.